einen wunderschönen Grüß. Hi, ne? Hier, neue Aufnahme und so. Es geht endlich wieder weiter mit Minecraft. War ja jetzt irgendwie ein, zwei Tage Ruhe. Kann man, glaube ich, auch noch hören, warum das denn so ist. Hab meine Nase hier in den Balkon gesteckt. Deswegen ist sie leicht verstopft oder andersrum. Je nachdem. So, wir waren das letzte Mal hier so erfolgreich unterwegs gewesen. Mit unserer Tour, wo wir irgendwie auch das ganze Inventar jetzt vollgemüllt haben. Jo. Wobei, also so ist vollgemüllt, ist es nicht. Das war ja das Problem, war ja jetzt, dass die letzte Aufnahme etwas unfruchtbar geworden ist durch die ganzen, oder durch die Abstürze, die da passiert sind. Das heißt, wir hatten eigentlich ja einen Hund dabei. Ja, und der Hund ist jetzt leider nicht mehr dabei, weil der halt durch den Absturz beseitigt wurde. So, bevor ich aber groß durch die Gegend eiere ich tatsächlich durch die Gegend. Und zwar, wir waren ja eigentlich, ne, wir erinnern uns, auf dem Weg nur gewesen, um tatsächlich per Markt ein bisschen Melonsamen einzusammeln von den Leuten, die im Dorf wohnen. Das Tolle war, wir sind dann hier in die Richtung gelatscht, haben uns immer durch die Gegend bewegt und gesagt, hoch, ist das schön hier, ne, gleich müsste ja das Dorf kommen. Blöderweise, was ihr ja teilweise auch bemerkt habt, war das Dorf nicht hier, sondern in die Richtung. Das war blöd. Ja. Wahrscheinlich mache ich jetzt genau den gleichen Fehler nochmal, dass ich jetzt nochmal in die falsche Richtung gehe. Ja, das wäre jetzt, wär's jetzt ja noch. Nee, also in die Richtung bin ich mir ziemlich sicher, weil man mit Zombie, da war ja kein Dorf. Und hier war ich tatsächlich mit Honey Ball. Frau Honeyball, die mir hier dieses Dorf präsentiert hat, weil sie es gerade mitgebracht hat in ihrer kleinen Tasche, die sie immer bei sich trägt, wo sie auch ihr ganzen Stimmungsbilder rein platziert hat, die sie dann in ihrem Moderationsbeitrag zum Vorschein bringt. Oder so. Um es mal kompliziert ausgedrückt zu haben. Das sieht ganz gut aus. Ach genau, hier waren die Planschkühe. Ja, das war schon was damals. So. Wie gesagt, man hört noch ein bisschen, dass ich leicht am Kränkeln bin oder erkältet bin. Allerdings ist das jetzt eigentlich nur... Hui! Plunsch. Ist es jetzt eigentlich nur noch, dass die Nase halt ein bisschen zu ist. Oder halt ein bisschen. Also es geht, ne? Ist nicht so schlimm. Und ich bin aber auch jetzt allgemein, sag ich mal... Ich meine, da gibt es ja verschiedene Typen, ne? Verschiedene... Krankheitsopfer, wenn man das so nennen möchte. Die einen, ne? Da fällt der halbe Arm ab, brechen sich ein Bein und sagen, was soll los sein, ne? Ich merke nichts. Und die anderen, die niesen einmal, wahrscheinlich weil die Sonne noch gekitzelt hat und sagen, ich bin so erkältet, ich, ne? Und so. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch wie man damit umgeht, ne? Die anderen, ja, die können an was weiß ich was leiden, die machen einfach gar nichts, warten ab, erhoffen auf die Selbstheilungskräfte des eigenen etwas, was man sich denn da zusammengebastelt hat, was sich manche Leute auch Körper nennen würden. Und andere hauen sich sofort beim ersten Schnüpfelein mit Medikamenten bis oben hin voll, dass es an verschiedensten Stellen wieder rauskommt, nicht nur zu den Ohren, sondern überall da, wo halt was rauskommen kann. Hier sind übrigens die fliegenden Berge, die ich als fliegende Berge mal benennen wollte. Und ja, das ist ein schöner Wasserfall, die Schweine. Hier wollte ich ja eventuell was drauf bauen. Von der Entfernung her wäre es sogar noch machbar, dass wir das per Schienensystem anbinden hier. Ich hatte ja gefragt, ja, also erstmal, ne, welcher Typ von Krankheitsopfer seid ihr denn eigentlich so? Also ich, was man glaube ich mir ein bisschen merken kann, ich hätte jetzt wahrscheinlich, ich muss was essen, wahrscheinlich keine verstopfte Nase mehr, wenn ich mir sofort alle möglichen Sachen da in die Nase reingesprüht hätte und was weiß ich was für Medikamente mir eingeworfen. Würde zwar auch mein Moderationsstil manchmal erklären, aber das ist tatsächlich nicht so mein Fall. Muss ich sagen, ich bin nicht so der Typ, der sofort in die Apotheke rennt oder zum Arzt. Bin ich echt kein Fan von. Aber das kann ja jeder so halten, wie er gerne möchte, wie seine eigenen Erfahrungen sind. Und hier sind tatsächlich mal die Leute, die uns was verkaufen wollen. Vielleicht, hallo Leute, na,
Brauche ich nicht. Ich hoffe ja, dass jetzt einer hier Weizen haben möchte, weil ich habe nichts anderes. Renn nicht weg. Nee. Und, ich hatte ja das letzte Mal in der letzten Aufnahme hier... Aha! Brauche ich uns Markt. Gefragt, ob wir hier eigentlich in der Gegend bleiben sollten oder ob wir uns etwas weiter außerhalb einen kleinen Neustart wagen sollten. Oder was heißt Neustart? Dass wir da halt in der Gegend etwas für Abwechslung sorgen. Ein neues Dörflein aufbauen oder sowas. Kohle haben wir nicht dabei. Nee. Aber ihr habt mit... mir fehlen drei. Mit relativ überzeugender Mehrheit gesagt, dass wir doch eigentlich in der Gegend bleiben sollen, wo wir schon sind, weil wir da ja schon so viel aufgebaut haben und die Gegend da auch so hübsch ist. Ne? Von wegen, dass da schöne Berg und sowas ist. Das muss ich sagen, wir können beides so in gewisser Form machen. Das heißt, ich habe jetzt den Markt, hier den letzten kannst du auch noch haben, dass ich zum Beispiel dann bei den schwebenden oder fliegenden Bergen, ne, da hinten dann eine Verbindung hinlegen werde, aber das heißt, wir werden dann nicht ständig dort nur sein oder ständig bei den anderen Sachen. Wir werden dann halt ein bisschen Krempel mitnehmen, hoffe ich mal. Und dass wir daraus dann so einen entfernteren Urlaubsort machen, aber halt nicht irgendwie komplett neu anfangen in der Form. Ja, ich glaube, falls ich das verständlich ausgedrückt haben sollte, falls nicht, dann kann sich jeder seinen eigenen Teil dazu denken. So, hier. Oh, heiliger Moment. Melone. Oh, und die futter ich jetzt alle auf. Mhm. Damit wir bloß keine Samen daraus kriegen werden. Wobei, das sind ja keine Samen, das sind Melonenkerne. Was auch durchaus richtig ist, wobei das halt multifunktionell ist. In diesem Dorf sollten allerdings keine Kärtchen sein, weil... das haben wir halt vorher schon gefunden. Aber guckt euch mal die Aussicht an, ist doch hübsch. Muss ich ja mal so sagen. Ne, deswegen... Au. Also weil wir hier auch so ein schönes Handelsdorf haben, wäre es gar nicht so verkehrt, wenn wir hier in der Nähe halt oder irgendeine Schienenverbindung herlegen. Dann können wir halt da oben auf den Bergen da so ein kleines Haus bauen. Oder ein größeres Haus. Aber mit Rohstoffen, die wir mitgebracht haben. Vor allem auch, weil da hinten noch die hier die schönen... Sandstein? Hier die schönen... Wiesen sind, die leicht zerlegt sind. Und was wir auch vor allem noch machen sollten und könnten, nochmal durch die Nether durch, dort eventuell eine Schienenverbindung anlegen, damit wir von dort direkt zu dem anderen Portal hinreisen können, weil wir ja die Gegend dort auch als, oder zumindest ich spontan, als durchaus ganz fluffig entdeckt habe, als durchaus hübsch, wo man dann auch tatsächlich bauen könnte oder halt sich ein bisschen umschauen. Und vor allem, dass wir den Ausgang davon der Höhle nochmal finden werden, den wir eigentlich haben wollten. Das war ja alles nur so notgedrungen, was wir da gemacht haben. Schön. Und bevor ich hier noch weiter in der Gegend herumrenne, falle ich erstmal runter. Mache einen provisorischen Geräusch laut. Und vor allem würde ich mir eine Karte anlegen, wo ja das System tatsächlich umgestellt wurde. Ja, ich muss zugeben, ich lese die ganzen Changelogs hier von den Patches meist nicht so ausführlich durch, wie man es vielleicht machen könnte. Dann hätte man das auch gemerkt, dass die Karte jetzt anders ist. Aber ich starte meine Aufnahmen meist ja eher spontan oder dann überraschen mich die Updates halt halbwegs. Also, dass ich da nicht dann Ewigkeiten vorher das vorbereite und alles mache. Und wie gesagt, ich war noch nie ein Profi in dem Spiel und werde es wahrscheinlich auch nie werden. Warum fließt es da ab? Schwein, warum fließt es ab? Schwein, Schwein, Hallöchen. Grunz. Ja, ist doch schön da. Da oben dann noch irgendwie, nein, Turm nicht, aber auch so... Vielleicht, ich weiß noch nicht so genau, was man da dran machen könnte. Aber ich finde das so ganz hübsch, da kann man auf jeden Fall... Man könnte vielleicht sogar so ein halb hängendes Gebäude dann darunter basteln. Wobei dafür die Höhe schon wieder nicht ausreicht. Und es wird... Nacht, so ein bisschen. Wir haben ein Schwert dabei, was auch langsam nachlässt. Und ich würde sagen, wenn wir dann tatsächlich Stufe 30 wieder erreicht haben, ich weiß noch nicht, ob ich dann nochmal ein Schwert basteln soll, was ich verzauber.
Oder ob ich dann nochmal eine Spitzhacke mache, die ich dann verzauber. Diamanten in der Natur natürlich, damit sich das auch lohnt. Und mal gucken, also ein schönes Schwert ist natürlich schön, aber ich meine, wir können ja auch mit den normalen Sachen hier kämpfen, so halbwegs gut. Da haben wir ja nicht so wirklich viel Vorteile von. Wobei es fast, siehst du mal, schön, ne? Wobei es fast eventuell noch eine Überlegung wäre, ich glaube, mit den Rüstungen, die kann man ja auch verzaubern, ne? Hallo Creeper. Ob wir da denn nicht vielleicht mal was machen? Ich meine, die schützt uns ja dann im Zweifelsfall auch besser. Ich muss mir das nochmal anschauen, was für Möglichkeiten wir da denn haben. Ich denke nicht, dass wir gleich sofort hier Level 30 erreichen werden. Oh. So. Na, da sind noch gleich zwei von euch. Ich sehe das doch. Zack. Und Pamsen. Hat sich ausgeschossen hier. So. Jetzt fehlt noch, dass wir hier ein dickes Melonen- und Kürbisfeld finden. Wobei das halt... Wobei Melonenfelder gibt es ja hier überhaupt nicht. Dass die einfach in der Gegend wachsen. Und waren wir hier schon mal? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Und ich würde nicht behaupten, dass wir hier stehen bleiben. Vor allem muss ich erstmal was essen. Vor allem richtig. Ja, lass mich weg. Immer diese Nächte hier. Die kommen immer so plötzlich. So. Mehr Schaf. Ja, mehr Schaf. So, wir, oder ich. Ich weiß ja nicht, ob ich immer uns verwirren sollte. Euch Zuschauer und mich, der ich hier am Daddeln bin. Ja, doch, wir gehen einfach mal hier in die Richtung wieder nach Hause. Das soll ja jetzt, es sollte nur ein kurzer Ausflug sein, um tatsächlich die Sachen, die wir vergessen haben, hier wieder nach Hause zu bringen. Ja, liebe Spinnies, ich weiß, ich renne mal weg in die falsche Richtung. Wobei, die Spinnen kann man ja immer mitnehmen mit der Verzauberung hier. Die sind ja schnell gemacht. Ja, Mr. Creepman ist dahinter noch. Den lassen wir mal stehen. Der hat es nicht verdient, von uns gemobbt zu werden. Er ist unserer nicht würdig. Ich versuche mal hier am Land lang zu gehen. So. Und dann renne ich hier durch die Nacht. Ne, ich renne durch die Nacht. Das sieht man, glaube ich, gerade. Okay. Ja, das ist alles schon sehr schön hier. Aber das ist noch zu weit von zu Hause weg. Den Berg kann man auch noch nicht sehen. Und ich finde das mit den Trippelgeräuschen von den Spinnen eigentlich sogar ganz sinnvoll oder ganz praktisch, weil... Na, dann hört man immer, ob da jemand von hinten ankommt oder nicht. In Höhlen ist es natürlich etwas böser, weil man nicht weiß, aus welcher Richtung das kommt. Weil es da mehr Möglichkeiten gibt. Aber hier draußen finde ich das eigentlich ganz angenehm, damit man nicht überrascht wird. Ah, Pam. Ja, du auch. Du guckst schon so lustig. So, vielen Dank. 28 sind wir schon. Da hinten waren wir auf jeden Fall. Irgendjemand schießt. Irgendjemand, aua. Palim. Tach. So, essen, bevor es zu spät ist. Ah, das Haus. Thront da oben. Wir müssen noch den Weg hier unbedingt weiterbauen. So, nochmal hier. Ja, Level 29. Ach, ich lasse euch mal stehen. Genau, ich wollte noch eigentlich als alter Anti-Redstone-Fachmann oder Redstone-Anti-Fachmann, wie man es denn nennen möchte, da mal die Wasserfälle an- und ausschaltbar machen. Und vor allem eine Beleuchtung, die dann dahinter aktiv wird, sobald man den Schalter umgelegt hat. Das heißt nicht, dass das irgendwie blinken soll in lichterkettigen Farben, sondern dass hier dahinter dann eine Beleuchtung stattfinden sollte. Damit das alles noch zur Geltung kommt. Finde ich, glaube ich, ganz nett. Oder auch, na, hier unten doch, das bleibt so. Das ist schon ganz gut. Aber dass man da, wo das Wasser dann runterfällt und hier drunter wahrscheinlich auch noch so eine Beleuchtung hat. Oder man macht sich hier tatsächlich einen Weg, der an- und ausschaltbar ist durch einen Schalter. Also nicht, dass der Weg dann komplett ausgeschaltet wird, sondern nur die Beleuchtung, ne? Das, falls ihr versteht und so. Hier vor allem muss noch unbedingt
Schöne Geräusche. Immer wieder lieblich. Mr. Enderman. Ich lege mich jetzt mal schlafen, das geht ja so nicht. Und dieser Eingang muss auch noch viel pompöser werden. Es wandelt sich hier immer weiter. Das sollte ja eigentlich nur ein versteckter Eingang sein. Aber das ist jetzt schon wieder sowas. Ja, wenn das da drüber ist, dann muss das natürlich auch nach was aussehen. Wie will man das sonst verkaufen? Wie will man sonst angeben können vor all den Kreaturen hier, die des Nachts hier vorbeischlendern? Da muss man doch auch ein bisschen mal zeigen können. Ich meine, die Leute kommen doch nicht umsonst hierher. So, deswegen machen wir da später dann noch was hin. Auch hier die ganzen... Man könnte es hier schön aus gebackenem Stein machen, wenn der nicht mehr so aussieht wie der hier. Weil den finde ich noch nicht ganz so schön. Oder, was heißt gebackener Stein hier, ne? Der Dingens. Wisst ihr Bescheid? Dass es hier noch weniger nach einer tatsächlichen Berghöhle aussieht. Und ich muss die Truhen hier unbedingt mal befüllen. Aber bevor ich das... 43 Stück. Bevor wir das tatsächlich machen, werde ich mich hier nicht in die Truhe legen, sondern ins Bett eine Etage höher. Obwohl meine eigene Truhe hier. Ne, die Truhe mit Decke und so. Flauschetruhe. Jo, neuer Tag. Neues Look. Ich hatte ja gesagt, ich reiße es ab, aber das mache ich nicht. Das war, um euch zu verwirren. Und ich brauche Baumaterial. Und zwar... was nehmen wir denn dann mal? Ich hatte irgendwann mal eine grobe Idee, wie das Haus da hinten dann aussehen soll. Ist schon wieder ein bisschen her. Ich nehme einfach mal hier ein bisschen Cobbles mit. Bretter. Also das Haus, was wir da über dem Netherportal machen wollen, oder über der Höhle, oder was ich dahin machen würde, gerne wollte. Hallo. Hallo, Maunzart. Ja, genau, du. Das soll nicht, am besten nicht komplett so aussehen wie die anderen eh auch schon. Daher habe ich mir überlegt, dass ich das anders mache. Das, ne, ist, glaube ich, ganz nachvollziehbar. Allerdings habe ich gerade vergessen, wie ich das eigentlich machen wollte. Das ist blöd. Ne, liebe Katze, das weißt du auch. Ja, das ist blöd. Schau mich an, wenn ich blöd bin. Ha, sie schaut mich nicht an. Ha, ich bin nicht blöd. Juhu! Mist.